Hallöchen, meine Lieben, und willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Es geht heute um unser neues Zuhause. Ihr habt es ja wahrscheinlich schon in den letzten Videos gesehen, dass wir umziehen werden in unser neues Zuhause. Und ich habe euch auf Instagram direkt nach der Bekanntgabe nach Fragen gefragt. Und erstmal vorab, ihr seid einfach sowas von verrückt. Es kamen einfach 3700 Fragen rein. Das ist so krass. Ich muss mir da jetzt auf jeden Fall mal die paar wichtigsten raussuchen und die werden wir jetzt einfach mal hier in dem Video beantworten. Also erstmal vielen, vielen Dank für euren krassen Support. Ich freue mich wirklich echt immer riesig über jedes Like und auch jedes Kommentar. Wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, dann macht das sehr, sehr gerne. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr einfach draufklicken. Und genau, dann folgt mir da auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Die Story ist da immer proppevoll und ja, da gibt es auf jeden Fall einiges zu sehen von uns. Jetzt machen wir aber weiter mit den unglaublich vielen Fragen. Und ich würde sagen, ich scroll mal ganz nach unten. 3700 Fragen. Oh mein Gott, das ist so krass, Leute. So, jetzt bin ich schon unten angekommen. Genau, die allererste Frage, die kann ich direkt einmal beantworten, dass ich sie nicht beantworte. Es geht nämlich um den Standort des Hauses. Ich verstehe nicht, warum einige es nicht verstehen, warum wir Influencer unsere Privatadresse gerne für uns behalten wollen. Gerade wenn es um Kinder geht und sowas. Wir werden nicht sagen, wie weit das Haus entfernt ist von uns. Wir werden auch nicht sagen, wo das ist oder ähnliches. Die Fragen könnt ihr euch gerne sparen, denn da werden wir einfach nicht drauf eingehen. Zum Schutz von uns und vor allem unseren Kindern. Dann die nächste Frage direkt, wie groß ist das Haus? Ja, ihr habt ja auch schon die Haustour gesehen und da habe ich euch ja gefragt, wie viel Quadratmeter ihr so schätzt. Und es sind tatsächlich 120 Quadratmeter ohne den oberen Ausbau ungefähr. Also wir bauen hier oben noch das Dachgeschoss aus und da kommen auch noch ein paar Quadratmeter dazu. Aber sonst ist es halt eine schon recht kleine Doppelhaushälfte. Aber ich finde es gar nicht so schlecht, dass wir uns ein bisschen verkleinern. Dann brauche ich einfach weniger putzen. Außerdem haben wir dann auch einen richtig großen Garten. Also ich finde schon einen großen Garten. Und das ist ja für die Kinder dann auch, wie ich sagen, wie ein Spielplatz, wie ein Spielzimmer sozusagen. Ja, dann auch schon die nächste Frage und ich glaube auch echt einer der allerwichtigsten bei euch. Also die Frage kam echt wirklich sehr, sehr oft und ich bekomme sie täglich in meiner Story auch gestellt. Warum ziehen wir denn überhaupt um? Und die Frage finde ich absolut berechtigt, weil einige wissen ja, dass wir das hier gerade alles komplett selber umgebaut haben und ja auch gerade erst fertig sind, beziehungsweise immer noch gar nicht fertig sind. Wir wohnen jetzt hier seit einem Jahr erst, wobei es seit einem Jahr erst richtig komplett fertig ist. Vorher war es halt immer so, ja, baustellenmäßig. Und ja, warum ziehen wir denn jetzt um? Wir haben hier 50.000 Euro investiert, warum zieht ihr dann nach 3 Jahren aus? Und das hat ganze private Gründe. Ihr müsst euch vorstellen, also ich möchte eigentlich gar nicht so viel darüber sagen, weil das ist einfach zu privat. Aber wir wohnen mit meinen Eltern zusammen und es passt einfach nicht immer. Ne? Das ist schon mal ein wichtiger Faktor und dann haben wir einen anderen wichtigen Faktor, den wir einfach nicht nennen können. Ich würde es gerne, aber ich kann ihn nicht nennen. Und wenn ihr das wüsstet, dann würdet ihr das jeder verstehen, glaube ich. Aber ich kann es einfach nicht machen. Ja, dann die nächste Frage, ob unsere große Tochter den Kindergarten wechseln muss. Und das muss ich tatsächlich auch bejahen. Ich möchte einfach nicht mit dem Auto zum Kindergarten fahren müssen. Ich hatte das zum Beispiel, sie war ja bei einer Tagesmutter am Anfang. Das war ein Dorf weiter und das war mir schon zu viel. Es ist einfach ein Luxusproblem. Ich weiß, aber ich möchte mein Kind nicht mit dem Auto zum Kindergarten fahren müssen und wir bleiben nicht hier in demselben Ort. Ja, dann die nächste Frage, ob es gemietet oder gekauft ist. Und es ist tatsächlich gemietet erstmal, da wir in wenigen Jahren selber bauen wollen und es im Endeffekt nur eine Zwischenlösung ist erstmal. Genau, dann kommt noch eine Frage zum Baujahr. Also das Haus ist jetzt 15 Jahre alt, ist also noch recht jung und recht modern. Wir haben das von innen ja auch schon fast komplett renoviert. Also es ist von innen jetzt richtig schön modern. Vorher war es so ein bisschen, ja, altbacken, sage ich jetzt mal. Ihr seht es ja in der ersten Haustour, dass einfach ja so teppige und nicht so schöne Wandfarben waren drin. Und das haben wir alles beseitigt, haben die Böden neu gemacht. Und jetzt ist es richtig schön modern und passt auf jeden Fall auch zum Äußerlichen. Ja, dann wirklich die aller wichtigste Frage, die ich einfach ständig bekomme. Und zwar, was passiert mit eurer jetzigen Wohnung? Wir haben ja hier wirklich aus nichts
Also es war ein Kuhstall und wir haben hier eine 180 Quadratmeter Wohnung draus gebaut und ja, alles selber gemacht, dann 100% Eigenleistung, 50.000 Euro investiert. Und was passiert damit? Ja, wir können sie leider nicht vermieten. Wir würden super, super gerne, weil ich weiß, in Deutschland gibt es einfach wenig Wohnraum. Und es wäre schade einfach, wenn man diese schöne Wohnung hier einfach so frei stehen lässt. Aber es ist uns leider nicht möglich, die Wohnung zu vermieten. Das kann ich euch auch ganz einfach erklären. Unter mir wohnen meine Eltern und wir haben keinen eigenen Eingang. Also wenn wir raus wollen, dann müssen wir durch das Haus meiner Eltern. Das wäre jetzt für Freunde und Familie gar kein Problem. Aber für fremde Menschen, die wir nicht kennen, wäre das absolut nicht machbar, dass die dann jedes Mal durch das Haus meiner Eltern zu sich nach Hause in die Wohnung müssen. Das wäre halt absolut gar nicht machbar. Des Weiteren ist es leider auch nicht möglich, weil es eine Untervermietung wäre und das erlaubt der Vermieter meiner Eltern auch nicht. Genau. Deswegen, das sind die zwei Gründe, warum die Wohnung hier erstmal leer stehen wird, bis mein Bruder so weit ist, dass er in eine eigene Wohnung ziehen kann. Der ist ja aktuell 16, macht gerade seine Schule noch und genau, irgendwann wird der dann hier einziehen. So, jetzt kam noch eine Frage zu den Räumen. Also ich habe ja gerade schon erzählt, dass wir 120 Quadratmeter ungefähr haben plus den Ausbau oben. Und wir haben an Räumen, ihr könnt ja auch einfach nochmal die Roomtour schauen, aber ich werde es auch nochmal kurz erzählen. Also wir haben unten einen Hauswirtschaftsraum, ein Gäste-WC, eine große Küche, ein Wohnzimmer. Wir haben unten noch einen kleinen Abstellraum extra unter der Treppe. Wir haben oben zwei Kinderzimmer, ein Schlafzimmer und ein Vollbad. Und dann haben wir oben noch den Ausbau. Also insgesamt sind wir dann bei 10 Räumen. Jetzt kommt noch eine interessante Frage. Tatsächlich sind übrigens fast alles dieselben Fragen. Traumhaus oder viel, viel zu tun? Also es ist natürlich viel zu tun. Unser Traumhaus ist es auch auf jeden Fall nicht. Wir haben schon unseren Vermietern angeboten, dass wir es kaufen würden irgendwann, wenn sie das möchten. Aber unser Traumhaus ist es nicht. Es ist zu klein für uns und es war am Anfang viel zu tun. Aber wir haben es ja jetzt so hübsch gemacht, dass wir es auf jeden Fall kaufen würden. Ja, weil so wie es jetzt ist, gefällt es mir eigentlich richtig gut. Es ist richtig schön modern. Wenn es jetzt wirklich mein Eigentum gewesen wäre, hätte ich die Küche noch rausgerissen und die Wand zwischen Wohnzimmer und Küche auch entfernt, dass einfach das Wohnzimmer ein bisschen größer wird. Und ich hätte einen richtig schönen Wintergarten rangebaut und ein richtig schönes Carport. Genau, das sind einfach so Sachen, die ich gemacht hätte, wenn es mein Eigentum wäre. Ich hätte auch oben noch ein Dachfenster eingebaut zum Beispiel. Also es ist nicht unser Traumhaus. Und es war viel zu tun, aber das haben wir jetzt alles fertig gemacht und jetzt sind wir so auf jeden Fall glücklich, wie es ist. Jetzt kam noch eine Frage und zwar, wie lange wir auf Haussuche waren. Also der Wohnungsmarkt ist ja wirklich echt Wahnsinn in Deutschland. Das haben wir echt festgestellt. Wir haben echt das nicht für so schwer empfunden oder haben nicht gedacht, dass es so schwer wird, eine passende Immobilie zu finden. Und wir waren tatsächlich jetzt ja über 1,5 Jahre tatsächlich am Schauen und dieses Haus war einfach sowas von Schicksal, ich sage es euch. Ich hätte das echt nicht gedacht. Das habe ich schon öfters bei anderen gehört, dass sie halt gesagt haben, das war Schicksal, das Haus wollte uns haben und das war hier einfach 1:1 einfach so. Hallo mein Schatz. echt Wahnsinn. Also das Haus war nicht mal im Internet drin, sondern wir haben da von Bekannten einen Hinweis bekommen und haben uns dann direkt mit dem Vermieter in Kontakt gesetzt und ja, haben zugesagt, bevor es überhaupt im Internet annonciert wurde. Und es war einfach Schicksal. Es war einfach genau das, was wir gesucht haben und genau zu dem Preis, was wir haben wollten. Und ja, wirklich, das war einfach Schicksal. Und wir haben tatsächlich 1,5 Jahre gesucht und uns wirklich viele, viele Immobilien angeschaut, die einfach nicht gepasst haben für uns. Entweder zu weit weg, zu teuer. Oder einfach nicht groß genug tatsächlich. Wir brauchen ja schon ein bisschen Platz. Ja, und die nächste Frage, auch super beliebt, mit dem dritten Kinderzimmer. Ich habe euch ja, wie gesagt, schaut euch einfach mal ein bisschen nochmal die Roomtour an. oder die Haustour an. Es gibt kein drittes Kinderzimmer. So, und ihr wisst ja auch von Instagram, dass wir uns auf jeden Fall ein drittes Kind wünschen. Und das auch in näherer Zukunft jetzt. Und viele fragen, ja, das geht ja dann gar nicht, dann müsst ihr wieder umziehen. nicht das aufmachen, Schätzi. Ich hoffe, die Kleine stört euch nicht. ist gar nicht so einfach, hier Videos zu drehen, wenn die kleine Maus dabei ist. Nein, das möchte ich nicht, dass du es aufmachst. Ein drittes Kinderzimmer gibt es nicht. Und wie gesagt, wir möchten gerne ein drittes Kind. Und ganz ehrlich,
welches Kind braucht denn unter 2 Jahren ein eigenes Zimmer? Eigentlich ja fast wirklich gar keins. Wir haben ja eine fast 2-Jährige jetzt gerade und sie schläft seit 3-4 Monaten ungefähr bei sich im Bett. Oder seit 2 Monaten, 2-3 Monate vielleicht. Und vorher war dieses Kinderzimmer einfach nur zum Wickeln da. Und halt für ihre ganzen Sachen. Aber richtig benutzt haben wir es halt nicht und dementsprechend wird das Baby, wenn wir eins bekommen, auf jeden Fall bei uns schlafen. Ein Wickeltisch steht im Badezimmer und wenn das Kind irgendwann größer ist und wir wohnen noch in diesem Haus, dann würden wir oben in den Dachboden ziehen, wir als Eltern, und das Kind würde unten unser Schlafzimmer bekommen, beziehungsweise würde dann June ins Schlafzimmer gehen und das Kind, das dritte Kind, ins kleinere Zimmer. Ja, also es ist möglich und es braucht einfach kein, nicht jedes Kind braucht ein eigenes Zimmer. Will man das auch heutzutage schaffen, so ein großes Haus noch bezahlbar zu bekommen? Dann kam noch eine Frage nach den Mietkosten. Das wundert mich tatsächlich, ich weiß gar nicht, also mich würde das von anderen Leuten nicht interessieren, was sie an Miete zahlen, aber vielleicht ist es für euch interessant. Also wir liegen hier bei 1400 Euro bei uns in der Umgebung. Kaltmiete. So, und die letzte Frage würde ich jetzt einfach mal nehmen. Wobei, erstmal, habt ihr Garten? Ja, wir haben einen großen Garten. Schaut dafür auch gerne mal bei der Roomtour vorbei. Und dann kam noch die Frage, wo habe ich sie jetzt? Genau, umziehen mit Kindern. Ob ich mir das so vorgestellt habe, wie es tatsächlich gerade ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist richtig heftig. Also wir haben jetzt schon ungefähr 40 Kartons gepackt und es ist eigentlich auch schon fast alles eingepackt. Es ist eigentlich auch schon fast alles eingepackt. Jetzt piept die Spülmaschine auch noch. So ist es eben. Genau, also es ist natürlich hart, mit 2 Kindern umzuziehen, weil man auch, also ich habe so am Anfang gedacht, ja, so 2 bis 3 Kartons pro Kinderzimmer und dann sind wir fertig damit. Und dann am Ende wurde es 7 Kartons pro Kinderzimmer. Es ist echt heftig, was man ansammelt vor allem. Und ich habe unglaublich viel Müll entdeckt und Sachen, die wir halt nicht mehr brauchen und trotzdem halt immer noch überall rumstand. Also wir haben jetzt 10 Umzugskartons allein an Dingen, die wir nicht brauchen und Müll und alles. Auf dem Flohmarkt waren wir auch schon, haben einiges verkauft und es ist echt Wahnsinn, was man alles ansammelt, vor allem mit Kindern. Also ich hätte mir das auch echt gar nicht so vorgestellt. Und ja, auch der Stress, also mein Kopf ist den ganzen Tag nur beim Umziehen und wir haben jetzt auch nur noch genau 2 Wochen. Und ja, das schwirrt die ganze Zeit im Kopf rum, ne? Was muss noch gemacht werden, was müssen wir noch kaufen, weil wir auch viele Möbel einfach neu kaufen. Und ja, es ist gerade einfach alles, alles voll im Kopf. Und das ist für mich persönlich ganz, ganz viel Stress. Und Stress, mit dem ich so gar nicht umgehen kann, weil es für mich auch was anderes ist, als normal umzuziehen. Für mich ist es ja auch der Auszug aus dem Elternhaus das allererste Mal. Also ich wohne jetzt schon seit 23 Jahren mit meinen Eltern zusammen. Und jetzt so komplett in einem neuen Ort zu sein, wo ich niemanden kenne, wo ich die Umgebung nicht richtig kenne. Und das ist für mich auch nochmal so ein bisschen schwieriger, tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das werden wir schaffen und ich denke, das wird dann im neuen Haus auf jeden Fall richtig, richtig schön werden. Und ihr könnt uns gerne dabei begleiten, wenn ihr möchtet. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr bei den nächsten Videos dabei seid und auf Instagram vorbeischaut. Da kommt auch mal ganz, ganz viel online, auch zum Umzug tatsächlich, weil es ist gerade einfach mein Leben, ne? Also Umzug, ich packe jeden Tag mindestens 2-3 Kartons und wir kaufen neue Sachen, ne? Fürs neue Haus, wir verkaufen was und ja. Aber begleitet uns gerne, lange Rede, kurzer Sinn, begleitet uns gerne überall und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es einfach gerne nochmal in die Kommentare. Dann kann ich das eventuell im nächsten Video nochmal mit einbauen. Oder nochmal, wenn es viele Fragen sind, nochmal ein Q&A machen für euch. Und jetzt werde ich das Video direkt schneiden, euch direkt hochladen. Und ich wünsche euch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Genießt das gute Wetter und ich hoffe, wir hören uns bald. Tschüssi! Muah.